Ich weiß noch, ich habe irgendwann zu Hause mal auf so einem alten Videorekorder Aufnahmen gefunden, wo ich mit Freundinnen irgendwie so Songs nachgestellt habe und dazu gesungen habe und getanzt. Und es ist natürlich super peinlich teilweise, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ey, man hätte es irgendwie ahnen können. Ich war tatsächlich als Kind so auch relativ schüchtern. So im Kinderchor habe ich irgendwie so eine Nebenrolle gehabt mit so einem Satz, weil ich mich irgendwie nie getraut habe. Und dieses Selbstbewusstsein habe ich mir wirklich über die Jahre immer mehr erarbeitet. Und ich bin sehr, sehr stolz drauf und ich hoffe, dass ich dieses Selbstbewusstsein auch anderen Frauen und Flinterpersonen weitergeben kann, indem ich sie mit auf meinen Weg nehme, der schon sehr oft sehr steinig war. Hi, ich bin Lori und ich bin Künstlerin aus Mannheim. Ich schreibe autobiografische Texte und habe eine sehr eigene Sprache und versuche, ja, so alles, was ich so erlebe, irgendwie in meine Songs zu packen und Menschen irgendwie zu inspirieren. Ich mache ganz klar Mainstream-Pop, ja. Ich will die catchy Hooks, ich will, dass jeder mitsingen kann, ich will, dass Leute sich bewegen können und Spaß haben. Und dennoch will ich aber auch durch meine Texte, durch meine Inhalte Menschen zum Nachdenken bringen, mit einem Schmunzeln, mit einem Augenzwinkern. Und ja, damit möchte ich irgendwie einen Change machen. Gerade wir Frauen untereinander, ich glaube, wir müssen uns einfach viel mehr connecten so und viel mehr zusammen an einem Strang ziehen, uns supporten, uns pushen, zusammenarbeiten, damit wir auch gemeinschaftlich irgendwie strahlen können. Ich will zeigen, ey, hier ist eine Bad Bitch mit absoluten Badass-Vibes, die einfach ihr Ding macht und drauf scheißt, ob irgendwelche Chaoten ihr Steine in den Weg legen, sondern ich zieh's halt einfach durch und ich will natürlich auch Vorbild sein und ich will Leute empowern, einfach sie selbst zu sein und nicht immer drüber nachzudenken, oh mein Gott, kann ich das so anziehen oder keine Ahnung, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich will einfach, dass Leute Lori sehen und so denken, yo, ich kann das auch und sich einfach empowered fühlen.